Hallo und herzlich willkommen bei Bayern News, dem Nachrichtenkanal von Bayern München. Heute haben wir eine sehr interessante Nachricht über eine mögliche Verstärkung für die kommende Saison. Bevor wir dazu kommen, abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie uns ein Like und aktivieren Sie die Glocke, um alle Benachrichtigungen zu erhalten und uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo hat der Trainer des Bayern, Thomas Tuchel, die Verantwortlichen des Clubs gebeten, den Spieler Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu verpflichten. Unser Reporterteam hat weiter recherchiert und herausgefunden, dass Tuchel und Dembélé sich bereits seit ihrer Zeit zusammen bei Borussia Dortmund kennen. In der Saison 2016/17 wurde der Franzose unter Tuchels Führung einer der besten Spieler der Bundesliga. Kurz darauf wurde Dembélé jedoch für über 120 Millionen Euro an Barcelona verkauft. Jetzt scheint es so, als ob die beiden wieder in München zusammenkommen könnten. Dembélé, der in Katalonien um seine Form kämpft, könnte der Ersatz für Sadio Mane sein, von dem sich Bayern erneut trennen könnte. Tuchel kennt das Potenzial von Dembélé sehr gut und glaubt, dass er eine große Verstärkung für das Team sein könnte. Und was denken die bayerischen Fans? Wäre Dembélé eine gute Wahl für den FC Bayern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Bleiben Sie dran an Bayern News für weitere Informationen zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.